Auf zur letzten Runde. So könnte man sagen, naja, hoffentlich nur vor dem Wochenende und nicht generell gesprochen, aber ich denke, manch einem wird das Wasser gerade ganz eiskalt runterlaufen, wenn er teilweise auf die Charts sieht, die ja doch deutlich beschleunigt jetzt auf der Abwärtsseite sind. Wir sehen den klaren Wechsel. Ich rede ja immer wieder davon und häufig sage ich, naja, es geht jetzt nach oben, aber wir können das tatsächlich ja an der Charttechnik nur erahnen, was als nächstes passiert, aber wir können es sehr schnell entdecken, wenn es eine Änderung gibt. Und diese Änderung ist hier zum Beispiel sichtbar, wenn ich sowas sehe im Verhältnis zu aktuell sowas, dann wissen wir, anders als in so einer Phase hier beim DAX gesprochen, ist das erstmal vorläufig keine Einladung für günstige Einkäufe. Zumindest mal wäre das nicht sehr typisch, sondern es ist eigentlich eher zu erwarten, dass es nochmal eine Fortsetzung gibt. Das wäre zumindest regelmäßig das klassischere Bild. Also entsprechend Schub nach unten und jetzt eine ABC zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Und ein bisschen deutet sich das ja schon an. Das kann sich in dieser Form irgendwann nochmal ergeben. Und dann sieht man schon, dass die Trendkanäle hier ja noch fallend waren. Also die schwache Seite nach unten wäre, wenn der Kurs hier in diesem Bereich weiter hin und her wackelt, dann die steigende Seite, die schwacher ist, was für eine Abwärtsfortsetzung eben sprechen würde. Aber gucken wir nicht so sehr auf den DAX, denn der hat vor dem Wochenende ja nicht mehr so arg viele Reststunden hier seiner Aktivität. Gucken wir mal lieber auf den amerikanischen Markt. Da sehen wir aber natürlich ziemlich Ähnliches. Wir sehen, dass der Dow Jones beispielsweise hier gemessen am Future-Markt, also an dem handelbaren Instrument sozusagen, scharfe Abwärtsbewegung gesehen hat. Und jetzt im Vergleich dazu, welche Aufwärtsbewegung? So, und das lässt natürlich oder gibt einen Aufschluss, was als nächstes wohl eher zu erwarten ist. Nämlich, dass sich die Abwärtsrichtung nochmal fortsetzt, wenn, das ist ganz wichtig, wenn das Ganze sich auch nochmal einmal bestätigt. Also jetzt einfach nur auf die Short-Seite zu wechseln, das ist, hat ein gewisses Restrisiko. Ich bin da nicht so ein ganz großer Freund davon. Natürlich kann das passieren, dass der Markt jetzt aus der Hüfte heraus jetzt so nach unten läuft. Dann ist natürlich schade, wenn man hier erst verspätet irgendwo reinkommt. Aber es ist eben auch noch denkbar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Markt hier einfach noch diese Bewegung fortsetzt. Und dann unter Umständen, warum auch immer, nochmal die Aufwärtsrichtung dann nachher doch nochmal aufgreift. Also, das ist noch offen. Allerdings, wir wissen, dass wenn die Unterseiten hier durchstoßen werden, also wir nicht mehr steigende Tiefs haben, so wie wir das hier jetzt haben im Moment, vorsichtig, ist das ein steigendes Tief? Ja klar, ist doch höher. Ja, aber es ist ganz klar rechts von dem, oh Gott, was für eine Kurve hier oben, aber rechts von diesem Hoch und damit eigentlich nicht die Voraussetzung, die wir am liebsten da haben, nämlich dass wir steigende Hochs und steigende Tiefs haben, das ist hier noch nicht klar. Also alles, was rechts vom letzten Hoch ist hier, das können wir noch nicht wirklich bewerten. Das kann auch noch eine interne Bewegung in dieser Aufwärtsbewegung eben sein. Das heißt, eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel so einen Trigger hier für die Shortseite zu nehmen. Das wäre so ein Klassiker. Sowas zum Beispiel, das suchen wir immer wieder und finden wir schönerweise auch und stellen das ja auch im Trade des Tages vor. Also wer sagt, Mensch, solche Ideen, das bräuchte ich schon mal öfter. Da guckt sie einfach die Trade des Tages Vorschläge von uns an. Da ist vieles mit dabei, das durchaus brauchbar ist und was man übertragen kann. Natürlich auch auf seine Lieblingsmärkte, wenn man das ganze Verfahren mal da entsprechend anwenden will. Also machen wir den Gedankengang hier mal ruhig weiter in diesem Fall. Dann sehen wir, dass wir hier ja eine erste scharfe Abwärtsbewegung haben. Bleibt es bei diesem Hoch, dann wäre zumindest mal das nächste Tief, so ungefähr diese 1:1 Geschichte. Das ist so ein Klassiker, auf den ich da immer gerne achte. Aber vorsichtig, wenn das Hoch sich erst nochmal hier weiter fortsetzt, also vielleicht nochmal ein klein bisschen höheren Kurs kriegen, was ja denkbar ist. Wir sind dann immer noch hier erst in der Nähe der 50er-Marke. Aber dann sieht man schon, dann wackelt natürlich auch das Ziel unten, die 100er-Marke, immer wieder ein kleines bisschen mit nach oben. Das muss man da so ein wenig im Auge behalten, dass man da nicht von falschen Voraussetzungen angeht. Natürlich erwarten wir generell sogar eine deutlich größere Abwärtsbewegung. Also wir erwarten, dass wir hier eine Zielrichtung hier diese Ecke nochmal in etwa bekommen. 25.000 wäre das. Das wäre eigentlich ja auch im Großen ganz klassisches Bild. Das werde ich am Wochenende mit Sicherheit nochmal mit einem Beitrag ein bisschen genauer beleuchten. Wollen wir an dieser Stelle jetzt gar nicht so ganz intensiv machen. Aber nur, dass wir wissen, mit was wir zumindest mal rechnen sollten oder können und mit was wir gegebenenfalls ja, im überdurchschnittlichen sozusagen noch erwarten würden. Also im Kleinen jetzt erstmal mal so irgendwo was 27.500 beispielsweise und im Großen gegebenenfalls nochmal so vielleicht die 25.000er Marke. So, wie sieht es denn bei den Kollegen aus hier? S&P 500, ebenfalls starke Abwärtsbewegung, klar,
wackelig jetzt nach oben. Hier sieht man es nochmal deutlich. Es ist ganz klar eine Aufwärtsbewegung, aber es ist eben auch ganz klar eine relativ schwache Aufwärtsbewegung. Wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, sieht sogar noch schöner aus hier bei der Zeichnung. Also man kann das hier schon wieder erkennen. Das ist eigentlich ein klassisches Zeichen. Schub runter, wackelig hoch und dementsprechend würde es eher für eine Fortsetzung nach unten sprechen und nicht so sehr nach oben. Und der Nasdaq, der fängt damit ja jetzt schon an. So, dementsprechend, das ist so die Überlegung, die wir für heute Nachmittag nochmal im Kalkül haben sollten. Das ist die Erwartungshaltung, dass die Abwärtsseite die dominantere ist. Man kann das für kleine nutzen oder im größeren nutzen. Ich denke, ich werde gleich mal schauen, ob wir das im Trade des Tages für heute nochmal verwerten können als eine kleine Trading-Idee, die vielleicht nochmal was Ähnliches bringt für all diejenigen, die das, was jetzt gestern gab, schon verpasst haben. In diesem Sinne wünsche ich allen ein wunderbares, ein schönes Wochenende. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr bis dahin nochmal erfolgreiche Trades bringen könnt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.